So, ja, Ton ist da, wunderbar. Guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream mit Train Fever. Oh, jetzt ist meine Ansicht hier ein bisschen verrutscht. Warum ist das gerade passiert? Ja, wir machen da weiter, wo es letzte Woche... Oh, ich muss den Chat noch einschalten. Wo es letzte Woche schon geendet hat, sozusagen. Und ich starte mal hier die Zeit... Fährt er direkt weg. Unglaublich. Und ja, schön. Wunderbar. Der Sven testet noch irgendwas? Ist er überhaupt hier drin? Doch, der Minirobot ist da, ne? Ja, Meobot ist da geil. So. Ja, auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen und 17.03. Oh ja, das kann sein. Dass da noch falsche Sachen. Im Dingsbums stehen. Das ist ja der 7.4. schon, ne? Alter Schwede. So. Schön. Ja gut, ihr wisst ja selber das Datum, oder? so. Haben wir jetzt gefixt, würde ich sagen. Oh, Train Fever ist auch da, wunderbar. Was ist denn das da für ein Bus? Voll schön. Fährt hier rum, lädt Leute ein. Wunderbar. Jetzt muss es eigentlich korrekt sein, Heidauer. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Sound. Aber ich glaube, es ist alles okay, wenn ihr da schon Namen schreibt. Habe ich schon korrigiert, komm. Hier müssen wir noch Musik anmachen, ne? Bisschen Musik. Wieso die Bushaltestellen updaten? Was gibt's an denen zu meckern? Baureihe. Gibt's da neue? Sieht noch klasse aus hier. Holz. Ja. Werden aber recht gut gepflegt, wenn es wirklich Holz ist. Also. Gütersloh entwickelt sich. Ja, nur hier ein Beilstein, da ist irgendwie noch der Wurm drin. Beilstein. Ja, und wie updatet man die? Wie die Musik fehlt. Nö. Ja, altern tun die ja nicht so direkt, ne? Nein, nein, entfernen und neu hinsetzen. Ja. Ich weiß nicht genau. Ja, ich fange jetzt da, glaube ich, nicht mit an. Voll mühselig. Aber ich denke mal, die neuen Bushaltestellen müssen dann ja eigentlich auch neue sein, oder? Und Beilstein haben wir noch relativ spät erst gebaut, oder nicht? Gucken wir mal hier in Burgdorf. Haben wir noch einen zweiten nachgebaut, oder wie war das?
Ach so, ich könnte ja einfach mal eine ausprobieren. Ja, die sehen dann so aus, ja, okay. Joa. Ach, und da steht dann immer? Nee. Warum hinkt das immer so bei dir? Hightower möchte ich nicht. Ja, möchte ich einfach nicht. Ah, hier ist auch Begegnungsverkehr. Sehr schön. Lass doch erstmal so ein bisschen laufen, bis da mehr Fahrgäste kommen, oder? 36 kann der ja aufnehmen. Oder wie viel waren das? Ja, genau 36. Darf jetzt nur keiner mehr dazukommen. Ist doch schon wieder dick Stau, oder was? Ja, ich könnte ja... Nee, es müssen eigentlich drei... Hatten wir nicht da einen dritten Zug eingeflochten hier? Ja, 30 Mille, ne? Alter Schwede, ganz schön was angesputzt. Ja, genau. Im Moment mit OBS... Für die Streams, aber ich habe jetzt auch für die normalen Videos nehme ich jetzt auch OBS, weil irgendwie DxTory skaliert bei mir nicht mehr so gut. Ist ganz komisch. Hat voll die Performance-Auswirkung. Auf jeden Fall bei mir auf dem System ist ganz komisch. Ja, ne, viel Geld zum Bauen auf jeden Fall. Also ich könnte hier auf jeden Fall noch einen dritten fahren lassen einfach. Ne? Dritter? Der fährt dann hinter irgendeinem anderen her. Ich meine, wir hätten auch hier... Ja, genau, DxTory ist irgendwie... ja, wir lassen mal... Ich lasse sogar einen dritten fahren. So. Wir kaufen einfach nochmal einen und gucken mal, was passiert, oder? Ja, haben wir auf jeden Fall. Linie zuweisen, was ist das hier? Beilstein Gütersloh, ne? Nee. Bleckede Burgdorf. Bleckede ist das hier. Kuppeln? Nö, da liegt nichts im Weg. Der nimmt jetzt da Fahrgäste auf. Müsste eigentlich so funktionieren.
Muss der noch stehen bleiben? Oh, oh. Oh, nee. Ja, ich sage auf jeden Fall mal Prost. Andere Zug, der kommt hier hinten erst. Mal gucken, wie lange der zum Laden braucht. Jetzt gerade ist da hinten Zugbegegnung. Halten muss er wahrscheinlich, ne? Aber nicht lang. Ja, Züge fahren auf jeden Fall Güter. Ja gut, jetzt hat er schon gebremst, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Der arme Kleine. Und der Gegenzug kommt der jetzt gleich. Jawohl. Jetzt sind zu wenig hier, ne? Hm. Was man macht, ne, macht man verkehrt. Obwohl dauert ja noch ein bisschen, bis der Zug überhaupt hier ist. Dann vielleicht sind die Leute dann auch schnell noch auf dem Bahnsteig gelaufen. So, austesten hier. Na, 23 ist ja auf jeden Fall schon mal. Ne, die kommen aber nicht mehr dahin, ne? Die kommen nicht mehr dahin. Ja, doch ein paar sind noch reingekommen. Warte mal, ich hatte nur. Na, einer. Schatte, Schatte. Naja, gut, aber die Linie läuft auf jeden Fall sehr gut. Würde ich meinen. 100 Sekunden Umläufe. Schön. Waldstein Gütersloh bringt auch gut Gewinn. Was ist das denn hier? Jetzt sind die alle im grünen Bereich hier. Komisch. Wundert mich aber. Hallo Kevin. Nein, ich will keinen VW T4 Hochdach haben. Obwohl, schön wär's. Einer fährt dann so ein bisschen Verlust, ne? Sind die gerade auf dem Weg zum Bahnsteig? Mist. Aber die sind ganz gut synchronisiert, würde ich sagen. Der muss ja nicht mal bremsen.
Das Spiel kostet. Das ist eine super Frage. Kostet denn Train Fever? Weiß ich gar nicht. 20 Euro ungefähr. €25 kostet. Genau 25 Euro. Jetzt habe ich keinen Chat mehr. Ah. Maglev. Also TGW gibt es auf jeden Fall. ICE gibt es auf jeden Fall. Ja, und Millionen Mods halt, also, oder auf jeden Fall ziemlich viele. €420, ja. Hier so schöne Talent 2 in National Express Farben. Und auch relativ gut im Sound. Na gut, hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn er anfährt, hört man auf jeden Fall, dass es ein Talent 2 ist. Achso, da wollte ich ja vielleicht noch einen zweiten draufsetzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Passagiere kann der denn hier aufnehmen? 45. 45. Ja, wir bauen bestimmt noch was. Vielleicht können wir hier von hier aus noch irgendeinen anderen Ort anbinden. Der Blackhead ist ja schon im Bahnnetz vorhanden, sozusagen. Ah, Greusen zum Beispiel. Nee, das ist National Express Talent 2. Nee, es gibt den halt in mehreren verschiedenen Repaints sozusagen. Aber ich habe jetzt den von National Express genommen, weil der für mich sehr gewohnt aussieht, weil ich halt immer mit National Express zur Arbeit fahre. Greusen, Haben wir da einfach noch eine Bahn? Ersatzgarnitur. Ja, ich meine, die DB-Ersatzgarnitur war auch ähnlich, ne? Sag ich mal. Ja, der RE7 hatte auch schon bei der Bahn Verspätung. Das liegt nicht am RE7, sondern das liegt am total bekloppten Verlauf des RE7 in Nordrhein-Westfalen. Der geht nämlich von Krefeld nach Rheine über den Bahnknoten Köln
Und das ist der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, das ist auch die längste Nahverkehrslinie in Nordrhein-Westfalen. Da muss es zwangsläufig zu Verspätung kommen. Hat die Bahn aber früher auch nicht anders hingekriegt. Also RE7 ist systembedingt eine schwierige, einfach, ja, schwierige Strecke, sag ich mal. Oder wie nennt man das? Ja, Linie. Schwierige Linie. Und den RE7 zu teilen ist auch schwierig. Also es wurde auch schon mal vorgeschlagen, den RE7 in Köln zu teilen, aber da der Bahnknoten Köln auch völlig ausgelastet ist, müsste ja auch mal dringend ausgebaut werden, kommt das momentan nicht in Frage. Außerdem fahre ich jeden Tag im RE7 und also in den letzten 3 Wochen hatte der maximal 5 Minuten Verspätung. Ich glaube einmal 10 Minuten Verspätung, aber genau, die Strecke ist zu lang, ja. Ja, es gibt halt Linien, die sind halt einfach zu lang und führen durch zu... Ja, sind einfach zu lang. Warum der ICE Wolfsburg ignoriert, weiß ich nicht. Ach so. Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Finger davon lassen und mal ein bisschen gucken. Müssen wir mal ein bisschen Geld scheffeln können, aber ist eigentlich auch doof, ne? Ah ja, Panzermann ist da, Marodeur ist da, wunderbar. Panzermann ist ja schon ein Minütchen da, ne? Alter Schwede. Schön. Ja. Hier in Greusen könnte man auf jeden Fall irgendwie noch mehr bauen und dann von Greusen auch irgendwohin noch eine schöne Bahnlinie, zum Beispiel nach Lindau. Die wird da hinten gar nicht angefahren, ne? Warte mal, haben wir vielleicht noch eine zweite Tram? Die fährt ja jetzt da irgendwie rum. Ah, alles klar, es sind zwei Tramlinien. Treffen die sich irgendwo? Hier, glaube ich, ne? Am Marktplatz, wunderbar. Oh, du warst im Ruhrpott. P ist auch da. Nabend. Lindo werden wir auf jeden Fall mal hier schön busmäßig erschließen, glaube ich. Warum habe ich das jetzt ausgemacht? Da werden wir auf jeden Fall mal ein Busdepot bauen. Das ist schön. Busdepots muss man haben. Kollision. So.
fahren wir hier hinten. Ja, nein, dann fahren wir. Doch, dann fahren wir hier in der Mitte durch, oder? Hier. 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 Und dann hier so lang, würde ich sagen. Jetzt haben wir da unten die Freizeit gar nicht mit drin, ne? Hm. Ja, lass ihn erstmal so fahren. Wir müssen noch eine Linie bilden. Das ist Lindo. Bus. Ja, es gibt neues South Wales. Neue Strecke. Im Train Simulator, wenn du TS meinst. Müsste eigentlich heute rausgekommen sein, oder? Meine ich das nur. Da. Oh. Da. Mist. Dann fährt er da. Ach doch, dann fährt er hier in der Schulstraße so entlang. Südwales. So, Bus Lindo. Da werden wir direkt mal ein paar Busse draufsetzen. Passagiere. Volvo 500 oder Berghoff, du werfst Dingsbums hier. Kann der fahren, der kann 90 fahren, aber der kostet 50 und der kostet 49. Ja, aber der fasst ja viel mehr Passagiere. Dann machen wir mal zwei davon. Bus Lindo. Oh, alles klar. War nicht mal los. Gleich merken die zwei noch, dass sie jeden Tag im gleichen Zug sitzen. Schlenkies. Schön. So, jetzt bauen wir noch in... Ach, hier ist ja auch noch was. Kirchhain, guck mal. Haben wir auch noch nichts gebaut. Können wir eigentlich die drei Städte hier... Ja, dann machen wir doch eine Dreierbahn, oder? Lass mal die hier irgendwie dran vorbeifahren. Hier schön rüber. Ah, hier ist ein bisschen bergig, ne? Hm. Bergig. Oh ja. Mhm. Hm, müssen wir mal gucken. Kirchhain werden wir auf jeden Fall mal... So... Guten Abend, Renik. Ein Busdepot. Dann bauen wir das hin. Mal mitten in die Stadt, oder? Ja, das ist doof. Hm. Machen wir mal eine Straße hin. Na, sieht ziemlich komisch aus. Aber wir werden mal ein paar Bushaltestellen bauen.
Wie fährt der dann denn hier? Der fährt hierher. Dann fährt der hierher. So. Fährt er hinten zu den Freizeitmöglichkeiten. Wo haben wir die letzte Haltestelle? Da. Achso, und dann dreht er wahrscheinlich hier irgendwie so doof, ne? Mal gucken, wie das aussieht. Hm. Ich weiß auch nicht, da sieht man auch nie so ein Einzugsgebiet der Haltestellen, ne? Wahrscheinlich haben die ja irgendwie ein Einzugsgebiet oder irgendwas, aber... Hm. Na gut, wir werden das mal ein bisschen verbinden mit einer Linie Kirchhain. So. So, ne? Naja, das sieht komisch aus. Wird es mit 2H geschrieben? Ich weiß es nicht mehr genau, ist auch. So. Also. Das ist die erste. Das ist die zweite. Das ist die dritte. Also ist jetzt dreht er nämlich da auf der. Oh, nee, das ist gar nicht gut. Läuft nicht richtig. Hm. Kirchhain. Ja. So, dann machen wir hier auf jeden Fall noch eine Bushaltestelle hin, sonst gibt das ja wieder Spuzzi-Lutzen. Komische Sachen gibt es dann auf jeden Fall. So. Buskirchhain. Da kommt dann noch eine Haltestelle dazu. Poststraße. Nach der Poststraße werden nach der ausgewählten. So, nach der Poststraße wollen wir noch die haben. So, dann dreht er nämlich nicht mehr auf der Straße. Wunderschön. Aber jetzt ist natürlich hier das Depot auch völlig abseits. Ah, nee, nee. Immer. Buskirchhain. Hä? Ja. Wunderschön. Ja, gibt in Train Fever Talent 2. Recklinghausen hat auch noch keinen Bahnanschluss, ne? Das ist aber unglaublich. Das ist wahrscheinlich viel Staub im Laptop. Ah, da hatten wir, glaube ich, aber letzten Stream schon drüber gesprochen, ne? Wolltest du dich da nicht um den Staub kümmern? Alter, was ist denn hier los? Kreuzen ist völlig... Ah, ist hier wieder Stillstand? Oh, nee. Was ist denn hier wieder? Oh. Reusen steht, ja.
glaube, die Linie muss auch noch optimiert werden irgendwie. Alter Schwede, was ist denn hier? Ach so, die Autos fahren da nicht, weil die Bahn... Oh Gott, 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 oh Gott. So eine Engstelle hier wieder, ne? Wahrscheinlich wegen dem Haus da, oder? Ich glaube, das Haus müssen wir mal abreißen. Den Baum, so. Dann wird die Straße da mal geupdatet. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Busspur natürlich. Alter Schwede. Ja. Oh. Oh. Komisch. Das war aber auch irgendwie die falsche Straße, ne? Das war aber auch eine ganz komische Kreuzung da. Jetzt lüftet ja wieder. Sehr gut. Das ist so ausmachen. 30 Leute stehen da. 45 kann er aufnehmen. Ja, geht doch. Ja, da krass, wie die weggeflogen oder wie die da angeflogen kamen. Ne? Schön. So ähnliche Effekte gab es auch mal im Train Simulator, wenn man da die dynamische Bremse reingehauen hat, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt noch gibt, aber bei bestimmten Fahrzeugen ist der ganze Zug dann irgendwie in die Luft katapultiert worden. Namens Stellwerker. Doch, es gibt da so mehrere Videos auf jeden Fall auf YouTube. Oh, der Setra-Fan ist auch da. Gütersloh, so. 39 Millionen. Ah, das sinkt auf jeden Fall nicht. Was ist denn jetzt hier mit Kreuzen? Ist das jetzt... Ist die Krise jetzt mal überstanden? Ja. Ist ja gerade beim Fahrgastwechsel kein Weg. Hä? Heißt denn kein Weg? Wieso war das? Wieso? Möchte ich nicht. Wieso findet der denn nie einen Weg? Wo will der denn hin? Oh nein, da müssen wir jetzt mal nachgucken. Da geht ja nicht. Kreuzen hier. Ja, und jetzt findet er plötzlich einen Weg. Sehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber was hat die auch? Kreuzen Tram 2, was ist denn da? Ach so, weil die immer hier auf der Straße drehen, ist das so bescheuert, ne? Ja, vielleicht sollten wir hier unten noch irgendwie eine Haltestelle hinbauen, damit der dann hier so rumfährt. Das war ja das Problem, stimmt ja. Haltestelle. Bauen wir hier mal eine ein.
So, und dann Tram Greusen müssen wir dann noch eine Haltestelle nach Lindenstraße hinzufügen. Zwar, oh ja, da müssen wir natürlich noch Gleise hinbauen. Das geht nicht, weil Tramgleise, ja, elektrisch natürlich. Wie bitte? Das geht nicht. Okay, machen wir es so. So, und jetzt können wir die doch auch aufnehmen, oder? Nach der Lindenstraße nehmen wir die hier, die Schillerstraße auf. So, alles klar. Auf der anderen Seite werden wir ja auch noch eine Haltestelle hier irgendwo hinbauen. Andere Seite auch. Dann Tramreise hier rumbauen, schön so. So. Und dann diese Haltestelle noch Burgstraße nach Burgstraße aufnehmen. So. Wunderschön. Ah, Eisenbahnfan ist auch da, wunderbar. Der Empfang. Was mit Empfang? Wunderbar, ja. Heute sind auf jeden Fall viele da, ne? Krass. Crazy. Ja, genau. Wir müssen da noch eine Bahn bauen. Aber ich wollte jetzt erstmal hier den Nahverkehr noch ein bisschen tweaken, sozusagen. Muss eigentlich auch noch eine hin, ne? Tram Greusen. Hm. Ja, machen wir noch eine hin. So, und jetzt können wir hier eine Bahn bauen von Greusen nach Lindau. Das müssen wir auch direkt mal bewerkstelligen hier. Bahnhof. Führen wir direkt mal zweigleisig aus, damit wir da auch was Schönes haben. Müssen natürlich noch irgendwie eine Haltestelle dahin verlegen. Ist ja immer so ein Problem hier. Kann man da nicht. Kann man da keine. So, wunderschön. Und hier auch noch ein Bahnhof. In Greusen. Nehmen wir mal, machen wir noch hier hin. So. Ja, das könnte hinkommen. Und dann hier hinten noch einen noch einen in Kirchhain. Warte, wo habe ich denn jetzt angeschlossen? Rechts, alles klar. Gut.
Oh, oh, Tunnel ist gar nicht gut. Und diese komischen... Wunderschön. Tunnel ist schön. Ja, manchmal muss ein Tunnel aus sein, ne? So, der ist auf jeden Fall auf der rechten Seite. Das ist ja schon mal gut. Aber das Schlimme ist ja, ich kann jetzt hier keinen zweiten dran mitbauen, ne? Mit in den Tunnel legen. Weichenbau fehlgeschlagen. Er soll ja eigentlich nur hier... nein. Ja, das doch, das geht. Ah, krass. Bauen wir da auch direkt noch den Tunnel zweigleisig, bevor das irgendwann nicht mehr blöd funktioniert da. Perfekt. Tunnel ist schön, meine Hand schläft ein. Möchte ich eigentlich nicht. So. Man das Ganze direkt zweigleisig ausbauen. Das ist jetzt richtig verbunden, ne? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Die Verbindung hat auf jeden Fall geklappt. Achso, und wir müssen jetzt noch nach Kreuzen von hier aus, genau. Das geht auch, wunderbar. Oh, Kreuzen ist aber hügelig hier. Alter Schwede. Oh nein. Da vielleicht mal so ein bisschen, na. Weiß auch nicht, wie man sowas anpackt hier. Tunnel. Tunneln wir mal durch. Oh, was denn mit dieser Scheißstraße? Ist halt überhaupt die richtige Richtung? Ja, ungefähr. Könnte man auch besser tunneln, glaube ich. Ich hasse Straßen. Möchte. Ja, ganz toll. So, dann machen wir hier. So, jetzt kann ich sie aber abreißen, oder? So. Nö, TS ist eigentlich nicht an, oder? Oder sollen wir noch ein bisschen in England rumgurken? Ich würde ja eine neue Strecke vorschlagen. So, kann man das jetzt auch zweigleisig ausführen? Ja, ich denke mal, wir bleiben heute bei Train Fever. Ich habe auf jeden Fall das Quick Drive Wunschkonzert fertig, auch schon hochgeladen, aber ich bin jetzt echt nicht dazu gekommen, da noch ein Bild zu... Also, ein Bild habe ich eigentlich auch schon fertig. Aber,
Müsste halt noch was passieren. Heute kommt Dortmund Liverpool. Die Strecke. Witzig. Ja, wahrscheinlich Fußball, ne? Ich bin ja so überhaupt kein Fußballer. So, da treffen sie sich schon. Haben wir alles zweigleisig ausgebaut, oder? Alter Schwede. Na, der Hammer. Aber warte mal, jetzt müssen wir ja eigentlich hier... Soll ich da jetzt eine Wendeschleife? Nee, wir versuchen das mal anders. Der geht darüber. Und dann muss hier noch eine hier rüber gehen, ne? So. Oder kann man hier auch gleichzeitig... So Kreuzungsweichen gibt es, glaube ich, nicht, ne? Genau, da lassen wir auf jeden Fall Hochgeschwindigkeit fahren. Das war nämlich auch... Oh, ich habe den noch nicht... Ja, Facebook ist leider ein bisschen... Ich habe im Moment wenig Zeit. Ja, Nick 87 werde ich auf jeden Fall beantworten. Wahrscheinlich aber... Erst, ich weiß noch nicht, montags. Montags mache ich meistens Facebook. Nee, das ist keine Oberleitung, ne? Alter. Oh, nee. Wieso ist denn da immer eine Oberleitung aus? Danke, dass du darauf hingewiesen hast, Schenker. Werden wir natürlich noch nachrüsten. So, und jetzt müssen wir hier eigentlich... Da kann man nicht weiterhin. Okay, dann haben wir hier nämlich einen Einbahnstraßenbetrieb und hier auch. Ja, Flensburger. Schönes Flensburger. Muss auf jeden Fall direkt die Oberleitung nachrüsten. Wenn das mal so machen. So. So. Die Überleitung muss man dann nochmal ex. Oh nee. Bitte eine Katastrophe. Wo ist denn diese Überleitung? Hier. Die andere ist auch, ne? Alles klar, so. Grün, 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 grün. Da ist noch was Rotes. Ah, das haben sie aber jetzt... War das vorher auch schon so schön farblich markiert? Oder haben die das ein bisschen überarbeitet? Das ist wirklich schön geworden. Grün. Grün, alles klar. So, also hier rüber haben wir jetzt, Bahnhöfe sind sowieso elektrifiziert, ja. Da ist auch grün, 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 grün. Ja, alles mit Oberleitung. So. Achso, hier hatte ich...
Da ist auch Oberleitung drin, alles klar. So. Den Bahnhof hatten wir schon ausgerüstet. Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch ein paar Signale aufstellen. Na? So. So. Oh, was ist denn hier? Alter! Kommst ja nachher auch nicht mehr drauf, oder? Kleines Stück hier. Naja, werden wir gleich sehen, ob das durchgeht. Wir müssen hier auf jeden Fall auch noch Signale hinsetzen. Ach so, und da auch noch so eine Verschränkung einbauen, ne? Aber dann müsste man die... Oh, da müsste man die... Ah, nee, das wird aber kompliziert. Oder? Das wird kompliziert jetzt. Weil ich will ja eigentlich mit den Signalen... Schütze ich ja jetzt eigentlich den Bahnhof. Müsste halt jetzt vor jedem Gleis ein Signal setzen. Das kriegt er aber nicht gebacken, glaube ich. Weil die Züge dann bis hier vorne hinfahren. Ah, nee. Naja, gut. Wir versuchen es einfach mal so, aber ich glaube, das wird ein Fiasko. Hätte ich die gar nicht doppelspurig ausbauen müssen. Na ja, gut. Werden wir mal gucken, wie sich das dann so verhält. Wir brauchen auf jeden Fall hier eine Verschwenkung. Aber ist das gut? Hier brauchen wir ja eigentlich keine Verschwenkung, ne? Hier und hier. So. Hier und hier. So. Kurz vor dem Tunnel. Dann geht der Tunnel hier durch. Dann brauchen wir hier so eine Verschwenkung wieder. Aber die bauen wir vorher, glaube ich. Ich weiß halt nicht genau, ob der die dann nutzt. Nee, das geht nicht. Und dann kurz davor... Wird er benutzt, also ich meine, dass er beide Gleise benutzt, dass halt ein Zug hier einfährt und der andere könnte ja theoretisch da reinfahren und dann sollen die sich ja wieder aufteilen hier in die verschiedenen ja, hier in die verschiedenen Richtungen sozusagen, ne? Also das hier müssen wir auf jeden Fall, ja. Guten Abend. Oh, Folion habe ich auch noch nicht oft gelesen. Warum sind denn heute 30 Leute hier, ey? Verstehe ich nicht. Stehe ja nicht. Aber schön, ich finde es wirklich toll. So, die werden wir ja noch alle zu Einbahnstraßen erklären. Ja, ist es auch eine Einbahnstraße geworden? Nee. So. Da werden wir schöne, was sollen wir denn da, TGV, ICE? Können wir einen schönen ICE drüber bummeln lassen sozusagen.
So. Okay. Hoffentlich benutzt er es auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden das sehen. Ich hoffe, wir haben jetzt auch keine... So, hier ist er zu Ende, ne? So, okay. Was? Das rechte Signal musst du nochmal stellen und nicht Einbahngleis. Wieso? Ja, ne. Meinst du hier? Folion? Vor dem Bahnhof. Das rechte Signal musst du normal stellen. Nee, will ich doch nicht. Vor dem Bahnhof hier meinst du? Nee, die sollen ja nur von hier reinfahren können. Aber dann in beide Gleise. So hatte ich mir das gedacht. Ja, die Blockabschnitte sollen ja relativ kurz sein, genau. Das ist extra so. Umso mehr Blöcke, umso mehr Züge kann man fahren lassen. Also meinst du vor dem Bahnhof, ne? Ja, also ich habe mir das ja so gedacht, dass sie von rechts hier kommen, ja? Dann sieht der freies Gleis, zum Beispiel das rechts im Bahnhof, hier Gleis 2, ja? Fährt er da rein. Wenn er weiterfahren will, muss der aber hier gezwungenermaßen auf das Gleis hier. Auf das von hier aus gesehen linke Gleis und fährt dann hier wieder zurück. Und das ist halt der ankommende Verkehr, das ist der abfahrende Verkehr. Wir werden das einfach mal ausprobieren und mal gucken, ob das so funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob man hier hinten einfach ein Dings dran bauen sollte oder ob man wie heißt es hier? Ne, Talent 2 habe ich doch schon gebaut. Ist doch schon am Fahren. Wir werden das ausprobieren. Ich werde hier noch kurz ein Depot einbauen. Ne, Quatsch. Ich muss erstmal Gleise bauen hier. So. Das weiß ich auch nicht genau. Da müssen wir auch noch einen neuen Abschnitt machen. Aber wie weit soll das entfernt sein? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Kann man zwar schneller rumfahren? 120 ist ja eigentlich genug, oder? Na. Nee. Das will ich nicht. Genau, ich will so eine Verschwenkung da drin haben. So, und dann will ich das ungefähr, das ist 120. Achso, das ist dann direkt hier vorm Tunnel. Nicht möglich. Ach so, okay, in zwei Abschnitten bauen. Okay, ich will ungefähr so eine Neigung haben. Ja, dann kann ich da kein Signal mehr hin reinsetzen, ne? Ist das da verbunden? Ja. Also, ein Depot. Ich würde sagen, ein Depot reicht oder so eine lange Strecke. Wenn da Hochgeschwindigkeitszüge fahren, ist das nicht so tragisch. So, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie... So.
müsste das eigentlich klappen, oder? Er fährt da rein, alles klar, so. Probieren wir jetzt mal aus. Einfach mal so testweise. Ja, immer kurz vor dem Start ins See. Ist dieser Livestream WattX? WattX. Sehr schön. So, Depot haben wir auch. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch eine Linie. ICE-Trasse, irgendwas oder was. Oh, ist ja schon. Geht bis hier. Wunderschön. So, konzeptionell ist es fertig. Kreuzen werden wir den ersten Halt machen. ICE GLK. GLK, weil die ersten Worte mit. So. Also neue Linie. ICE GLK. Kann sich keiner merken, aber was die einzelnen Namen da jetzt bedeuten. Achso, warte, im Kreuzen ist der Anfang. Ist das hier? Ne, ist nicht hier. So, da ist der Anfang. Hier ist der Anfang. Ich nehme einfach hier Kreuzen 1, 2, 3 und dann nochmal hier Lindo Nummer 4 und dann schließt sich das Ganze wieder in Gräusen. Ne? So. Jetzt können wir hier die richtig teuren Dinger fahren lassen. Oh, der Rammstein-Fan ist auch da. .16300 kann der fahren. Ist ja eigentlich kein ICE3. Also. Der kann ja nur 280, ist aber auch günstiger. 171 Passagiere. Ist ja viel zu viel, ne? 159. Was ist der Unterschied? 752 Tonnen. .13052 PS. So, eigentlich. Ah ne, die haben ein bisschen Unterschiede in den Passagieren. Ah, krass. Ja, Rammstein-Fan. Habe ich dich gar nicht gelesen. Krass. Oder hast du nichts geschrieben? Achso, ja. Die Bushaltestellen, das müssen wir nachher noch machen. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Ach, du hast gestimmt mit dem T4 Hochdach. Alles klar, klar. Dann habe ich deinen Namen überlesen, war nur auf das T4 so fixiert. So. Achso, besteht da auch ein preislicher Unterschied vom Anschaffungspreis? Ja, nö. Waren genauso schnell. Aber was ist der Unterschied? Der eine hat halt mehr Fahrgäste. Dann nehmen wir den, oder? Ja, dann habe ich das irgendwie ignoriert. Tut mir leid. So, den lassen wir fahren. Weil wir auf jeden Fall schon mal einen Zug am Laufen haben. Ich hoffe, der findet jetzt auch einen Weg. Machen wir ganz kurz hier die Musik aus. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 Wagen? Mhm. Geil. Im Bocht-Restaurant dran. Super. Vielleicht sind die Abstände zwischen den Bahnhöfen eher ein bisschen kurz, ne? Ah, der Dampfeisenbahner ist auch da. Guten Abend. Kommt ja auch gar nicht in Schwung, ne? 500, 600, 7, alter Schwede. Naja, müssen wir mal gucken, ob das so toll ist mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Der fährt ja auch nur ganz langsam durch den... was ist los? Hilfe. Was ist da los? Ich hab nichts gemacht. Der Zug ist kaputt. Bahnsteige zu kurz. Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nee. Scheiße. Das war's. Ja, da hast du natürlich recht, Stellwerker. Das ist ja logisch, ja. Der kann da nicht reinpassen. Den lassen Sie mal ein bisschen vorfahren. Dann stoppen wir den mal. Oh nee. Scheiße, und jetzt muss ich da noch neue Bahnsteige hin. Ja, halt mal an. Wenn ich den Bahnhof jetzt abreiße, ja, das gibt eine Katastrophe. Kann ich jetzt schon versprechen. Der muss ja viel länger sein. Muss ich erstmal das Signal abreißen wahrscheinlich, ne? Hier. Hier, so. Dann machen wir das weg. Ach du Scheiße. Na gut, mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Das wird bestimmt eine super Katastrophe, ey. Alter Schwede. Den müssen wir auch abreißen. Aber wie lang muss der Bahnhof sein? 320 Meter. Ja, jetzt ist alles im Arsch. Oh, 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 oh. Ja, genau. Das nochmal irgendwann geht. Hauptverbindung. Ja, ja, ja. Müssen wir den Zug nochmal anfahren lassen? So. Scheiße. Ah, nee, das geht aber. Okay. Das geht. Hatte ich ja gar nicht bedacht, dass sie so lang sind. Das soll ich hier auch nochmal abreißen. Mal gucken, ob wir da die Rampe höher kriegen. Oh. Oh, oh, oh. Mir schwant Böses. Außerdem Hochgeschwindigkeit und Bahnübergang geht auch eigentlich überhaupt nicht, ne? Bitte Gleis über Straße bauen. Ja, genau. Super. Klasse, klasse, klasse. Also müssen wir hier die Straße drüber bauen und dann da. Das hat ja da vorne schon nicht geklappt. Das wird eine Katastrophe, ich sag's euch. Autosave kommt noch dazwischen. Ja, aber die Straße ist eine Hauptverbindung. Warte mal. Na. So. Ja, okay. Aber ob das jetzt anders ist als das andere?
Vielleicht liegt die ja nur so doof. Steigung zu groß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das gibt jetzt natürlich einen Bauarmageddon. Habe ich nicht bedacht, dass da. Ne, die Straße muss auch unterirdisch sein, sonst geht das gar nicht. Ja, das ist ja eine Hauptverbindung, da muss man hier in den Untergrund rein. Oder gehen so Straßen einfach nicht da rein in den Untergrund. Nee, das geht auf keinen Fall. Müssen wir nochmal abreißen. Wieso ist da denn die Terrainangleichung nicht möglich? Sehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Nee, das geht nicht. Ah. Ja, will ich aber nicht. Ich will ja hier runter. Oder ich baue eine Brücke drüber. Warte. Aber dann steht da genau eine Stelze. Und dann, oh. Aber ich könnte von hier aus eine Brücke drüber bauen. Ne? Aber ich weiß nicht, von. Warte. Da ist die Steigung zu groß. Hm. Okay, aber das geht auf jeden Fall. Also wenn ich das von da aus baue, dann müsste noch gehen. Boah, ich baue jetzt hier, diese Straße ist ja nach. Ja, aber ich kann die Straße da nicht abreißen, das ist ja das Problem. Würde ich das ja sehr gerne so tun. Aber das geht so nicht. Ich muss diese Straße hier. Okay. So. So. So, dann kann ich die da vorne abreißen. Die ist nämlich einfach. Das ist eine Umfahrung. Ich habe überhaupt keine Musik. Möchte ich eigentlich nicht. Kann er da nicht mal mehr eine Straße rüber bauen? Das ist unglaublich. Ey. So, wenn ich da eine hinbaue, kann ich die andere abreißen oder was? Ich habe doch da eine Umfahrung gebaut. Über den Tunnel von den Gleisen. Es gibt keinen Tunnel von den Gleisen.
Ja, aber dann, der lässt ja hier keine Umfahrung zu. Anscheinend ist sie zu weit weg oder so. Kann das sein, dass das hier zu weit weg ist als Umfahrung für das hier? Oder muss das eine entsprechend große Straße sein? Warte mal. Nicht genügend Platz, nicht genügend Platz. Wahrscheinlich eine ähnliche Straße, muss es einfach sein. Aber dann schneidet die da wieder so tief ein. Oh, oh, oh. Ah ja, jetzt geht's auch. Okay. Warte mal, dann mache ich das Stück auch direkt weg. So. Ganz klar. Kollision bei der Terrain-Angleichung. Ja, das geht nicht. So. So, irgendwie muss es ja da eine Lösung geben, oder? Das ist rechts, also muss das hier. Was? Krümmung zu groß. So. Eskalation. Oh nee. Ah, okay. Warte. Hier ein Stück abreißen. So. Und warum ist da jetzt so ein... Achso, da ist jetzt so ein Haken drin. Ja. Nächster Livestream ist 18.06. glaube ich. Ja, 18.06. Das war jetzt nur ein Bahnhof, ne? Ja, dann habe ich das so bescheuert da an die Stadt dran gebaut. Obwohl, hier könnte ich die Straße vielleicht abreißen. Ah, ne, das ist auch ein... Ah, ist wahrscheinlich auch eine Hauptverbindung, ne? Ja. So, diese Bahnhof weg, diese Bahnhof hin. Wenn ich den jetzt so hinbaue, ist auch scheiße, ne? Ja.
Ah ja. So. So. So, das müsste eigentlich genau Richtung Tunnel. Na, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Alter Schwede. Oh Gott. Tunnel abgerissen. Wo muss denn der jetzt hin? Oh nein. So ein Idiot. Hä? Ach, das ist diese Kackstraße, ne? Das müsste ja eigentlich theoretisch nochmal so durchgehen, oder? Das kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt hier... Die Straße war doch vorher da, oder nicht? Was soll der Quatsch denn? Na ja, gucken. Mal rauszoomen. Mal gucken, ob wir das da irgendwie... Macht der denn da? Ein Stück abschneiden. Ja, Brückenbauer, ekelhaft. Echt nicht, ey. Das mit den Brücken bauen, das ist Katastrophe. Ich will ja da eigentlich weiter hoch. Ja, so. Ja, so. Die Gleise über, ja. Ziehst ein Stück über die Gleise und dann M drücken. Ja, so. Ja, dann buckelt der so aus, ne? Das klappt so nicht. Also so wie ich es jetzt hier gemacht habe, ist doof.
Das alles wieder ein bisschen korrigieren hier. Oder dass der halt einen vernünftigen Tunnel baut oder so. Einfach nur einen Tunnel. Ich will auch nur einen Tunnel haben. Hier runter, ja. Hier, Tunnel. Einfach Tunnel. So, und dann den Tunnel unter den Gleisen her. Warum geht das nicht? Flach auf dem Boden anfangen. Ja, ist doch flach, oder nicht? Warte. Wir machen das mal so flach. So. Das ist nicht möglich. Nee. Warte. Wir machen das nochmal zurück. Der N-Taste. Die Steigung ist da nicht groß genug. Also die Steigung ist da zu groß, so. Achso, warte, vielleicht ist es einfach zu. Ich hab's irgendwann mal geschafft, ne? So ein Brück, so ein Tunnel. Ja, aber wenn ich jetzt die Gleise wieder abreiße, dann ist die Straße wieder da, hebt das Terrain wieder irgendwie an, dann kriege ich meine Strecke nicht mehr dahin. Das ist doch kacke. Ich hätte diesen scheiß Tunnel da nicht wegmachen dürfen. Das war ein absoluter Fehler, ey. Und hier kriege ich aber keine Straße mehr hin, oder? So. Dünnere Straße. Nein, nee. Gleise über Straße. Ja, geht halt nicht. Kann ich die ganze Bahnstrecke wieder abreißen, oder was? Kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Nur wegen der verkackten Straße, ne? Ja gut, ich könnte jetzt noch weiter hier Bahngleise abreißen und dann mit denen tiefer gehen, aber dann komme ich da hinten wieder in komische Sachen mit dem... Soll ich dann da mit den Bahngleisen ein bisschen tiefer gehen, oder was? Oh Mann. Ah, so. Wohin soll der Scheiß jetzt? Oh nee. Ist das jetzt der richtige Anschluss? Alles klar, wie ich bauen. Komm, bau jetzt daneben den scheiß Tunnel, sonst raste ich komplett aus, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, ich schließe ihn einfach hinten an, so. Vielleicht andere Seite.
der gleichen Seite hier. So. Es tut mir leid, ich achte überhaupt nicht auf den Chat, aber ich bin im Moment so... Ah doch, da war was. So. Alter Schwede. Ach so, jetzt habe ich aber... Doch, das ist der lange Bahnhof. Alles klar, Gott. Ja, super. Haben wir doch noch geschafft. Jetzt ist das eine Problem ja noch nicht gelöst, oder? Hier? Doch. Ah, alles klar. Sieht seltsam aus. Nicht? Doch, sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Muss man hier gucken? Nö, sollte richtig sein, ne? Ja, erstmal einen rauchen. Alter Schwede, ey. Mann, Mann, Mann. Puh. Falsch verbunden. Ja, sieht auf jeden Fall seltsam aus. Das kann sein, ne? Aber jetzt hat es auf jeden Fall geklappt. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr genau wie. Aber es... Ich muss mir das gleich nochmal im Video selber angucken, glaube ich. Danke, Florian, für den Daumen hoch. Alter. Ah, stimmt, der letzte fehlt noch, ne? Das kriegen wir aber. Ja, bin ich jetzt aber auch. Weil da ist nämlich jetzt keine. Doch, das können wir abreißen, so. Machen wir hier so einen Überblick. Achso, und der findet jetzt keinen Weg wahrscheinlich. Kein Weg elektrisch. Ah ja, okay. Dann ist's... Achso, das ist natürlich doof. Weil er zu lang ist. Ja, das müssen wir alles komplett nochmal abreißen, ne, glaube ich. Wir werden hier mal eine Überleitung bauen. So. Müsste da eigentlich wieder einen Weg finden, oder? So, jetzt auch Oberleitung. Komm. Fahr. Das ist alles grün. Die Überleitung, wieso fährt der jetzt nicht los? Den kriegst du jetzt auch nie mehr da raus, ne? Will nicht, ist kaputt. Warte mal. Vielleicht haben wir noch irgendwo... Doch, aber es ist alles elektrifiziert. Ah, ne? Ist das ja auch elektrifiziert? Nö, das ist auch richtig. Grün, grün, grün. Wie sieht hier drin aus? Ne, müsste aber eigentlich richtig sein. Grün, grün, grün. Oberleitung weg und wieder neu. Da könnte ich aber die Gleise abreißen, oder? Ach nee, warte mal eben. Der kann vorne über das Signal nicht drüber fahren. Hier. Da kann er nicht drüber, darum macht er das nicht. So, pass auf. Jetzt machen wir das mal hier, wie Profis hier. So, nein. Boah, jetzt fährt er los. Hä? System verstanden. Wir haben im Moment sowieso nur einen auf der Strecke, da ist das nicht so schlimm. Der hat jetzt richtig Geld gekostet, ne? Die ganze Zeit nur rumgestanden. Triebfahrzeugführer, unbeschäftigt, ja.
Ah gut, die Fahrgäste hatten auf jeden Fall ein Bordrestaurant. Nee, die neu gebaute Seite müsste eigentlich... Das war das Signal, was da falsch gestellt war. So, jetzt müssen wir das hier mal abreißen. Und zwar reißen wir erstmal das alles hier ab. Und dann müsste das ja eigentlich hier mit 300 Meter müsste der eigentlich hinkommen, oder nicht? So, jetzt reißen wir den nämlich ab. Stellen ihn direkt, stellen ihn nämlich direkt da wieder hin. Die Kollision bei Terrainangleichung. Geht los, ey. Ja, dann stellen wir ihn halt so hin. So. Alter Schwede, jetzt müssen wir die Kurve hier nochmal... Oh, Kurve da nochmal. Oh, das wird eine ewige Baustelle hier. Aber gut, wir haben noch 42 Millionen. Ja, das ist, das ist automatischer Zugbetrieb. Also man muss nicht... Wieder sind noch Gleise. Ach, da sind noch Gleise. Ah. Du hast recht. Noch Fitzelchen übrig geblieben. Ja, können wir ja trotzdem versuchen, die da noch in die Trasse rein zu... Ah, jetzt ist der Bahnhof auch weg, ne? Ah, ne. So, das wäre jetzt richtig, oder? So, jetzt können wir da nochmal... Ja, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Setra-Fan. Wunderschön. So, jetzt können wir das Ding noch wieder anschließen und dann ist gut. Andere Richtung. Zack. Oh, fertig. Fertig ist die Maus hier. Alter Fan, alter Schwede. Stimmt, das gibt wieder Gutscheine, ja. Krass. Ja. Achso, jetzt will ich aber das noch realisieren, was ich auch vorher vorhatte. Ne? Das können wir jetzt nochmal machen. Genau, der Bus, der zum Bahnhof fährt, der ist auch nicht so schwierig wie der Rest. Alter Schwede. Das hat mich jetzt 2 Jahre Lebenszeit gekostet, glaube ich. Weil ich mich so aufgeregt habe. Vielleicht auch wegen meiner eigenen Doofheit. So. Gut. So. So möchte ich das haben. Hauptsache, der fährt mal. Ja? Fährt der denn jetzt? Wo ist er? Passt der da rein? Ja. Knapp, ne? Ziemlich knapp. Kein Weg elektrisch. Ah ja. Kein Weg elektrisch. Da ist eine Oberleitung. Da ist eine Oberleitung. Hier ist nichts, ne? Doch. Da ist eine Oberleitung. Bahnhof nicht elektrifiziert, die großen vielleicht? Doch. Hä? Alter Schwede, ist das kompliziert. Achso, die Züge. Ah ja, ich weiß, wo drin es hängt. Schon erkannt. Schon ist gut, ne?
Warte, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Nicht möglich. Och, wieso kann man... Och. Müsste jetzt hinten dran eine Wendeschleife bauen, das gibt auch ein Desaster. Wie soll ich das denn bitte in zwei Schritten bauen? Technisch schwierig. Halt so? Nee. Bei dem Tunnel geht das vielleicht. Kollision bei Terrainangleichung. Ja, du musst da nichts angleichen. Das sind ja zwei Gleise, die auf gleichem Niveau sind, oder? Kann man denn hier... Ne, der rafft das jetzt nicht, dass ich unten in den Tunnel will, ne? Ja, genau, alles klar, ja. Das ist halt nicht drauf. Ach so, ist leicht gekrümmt. Hätte ich das gewusst. Jetzt kann ich hier die halbe Stadt abreißen, oder was? Muss er da irgendwie... Nö, dann mache ich das anders. Warte mal eben. Dann machen wir halt keinen Zweigleisigenbetrieb, sondern dann machen wir einfach Eingleisigenbetrieb. So. Arschlecken. Aber der müsste doch eigentlich jetzt da zurückfahren und dann hier nicht... Kommt halt nicht auf die andere Seite. Was ja kein Problem wäre, wenn er das andere Signal da wieder so durchfahren dürfte. Alles klar, so, pass auf. Jetzt fährt er los. Kann doch ruhig jetzt bis dahin fahren. Bis Bahnhof das eine Gleis neu zu bauen? Nee. Meinst du das hier? Wenn ich das abreiße? Na gut, das könnte noch gehen. Ja, dann reißt er nämlich den scheiß Tunnel ab und das mache ich nicht. Auf keinen Fall, ey. Der Tunnel, der hat mich echt... Das war der Horror. Was ist denn, wenn ich jetzt hier so rüber gehe? Und dann hier so geradeaus. Da geht auch nicht, ne? Ne, schafft er auch nicht. Das nicht? Ich will wahrscheinlich auch den kompletten Tunnel abreißen. Nee, ach so, aber ja, das geht halt nicht. Wenn ich das andere jetzt zuerst baue. Und
Dann das andere. Alter. Jetzt kriege ich da nicht mehr die zwei Strecken hingebaut. Wie habe ich das denn vorher gemacht? Von hier? Den anderen neben dran. So. War auch nicht möglich. Nee. Hallo. Da wollen wir ansetzen. Und da rücken. Nee. Ah, das geht jetzt. Aber ich krieg da vorne den Schluss nicht hin. So. So. Und dann kann ich ja eigentlich bis zur Weiche hier ein Stück abreißen, ne? So. So, und jetzt. Oh, 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 ja, weil da so ein Versatz drin ist, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso macht der das denn da rein? Ist doch Quatsch. Verstehe ich nicht. Ja, das ist wirklich... Weiß auch nicht. Ja, jetzt müsste der ICE ja losfahren, oder nicht? Okay, vielleicht ist irgendwas im Tunnel nicht elektrifiziert. Oder hier. Ist alles grün, ne? Oder ist da irgendwie ein Millimeter, der halt fehlt in dem Tunnel? Aber den Tunnel habe ich doch komplett gebaut. Ein guter Tipp, Stellwerker. Ja gut, aber der ICE macht nicht los, ne? Macht einfach nicht los. Kostet halt richtig viel Geld. Oder hat er gerade Türen aufgemacht? Ne, das war ein Bus, oder? Vielleicht kann er da irgendwie die Wegsuche nochmal initialisieren. Kein Weg elektrisch. Gut, wenn man das jetzt hier mit einem Signal abgrenzt, bis hierher. So. Und wo will der jetzt auch hin? Ah, warte mal eben. Das ist kein Bahnhof mehr da hinten. Warte, warte, das ist nämlich das Problem. Das ist kein Bahnhof mehr. Das ist nämlich jetzt Lindow-Kirchhain, genau so. Und das hier ist nämlich Kreusen, so. Und das ist Lindow. Also muss zwischen, wenn wir die mal entfernen, die hier auch entfernen, die hier auch entfernen, so, dann machen wir das nämlich nochmal neu. Dann machen wir von hier aus, hier rüber, alles klar, von Abfahrt, diese fährt, so. Nee, ist alles richtig elektrifiziert. Der Fahrplan war kacke. Alter Schwede.
So. Das ist echt ein krasser Abend, ne? Alter Schwede, aber jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft hier. Das muss ja irgendwann mal klappen, ey. Puh. So. Machen wir da noch einmal Straßen aus. Ich hoffe, der hält dann nicht an. So. Wo ist er jetzt? Da ist er. Fährt auch. Wunderbar. Ja, der braucht halt. Ja. M-Busse, ja. Genau, jetzt brauchen wir noch einen Bus hier. Gibt es hier irgendwo ein Busdepot? Straßenbahn? Müssen wir das in Straßenbahnnetz einbauen? Das ist auch kacke, ne? Schlecht meine ich natürlich. So. Wir bauen einfach mal ein Busdepot irgendwo hin. Eventuell hier, ja. Bauen wir hier eine Bushaltestelle hin. Nicht, dass sie zu weit weg ist. So. Dann fährt er einmal hierher, hierher und hierher. Okay. Buskreuzen. Mann. Bus. So. Da Schwede. Wahnsinn. Fährt er wieder da. So, alles klar. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier gruppieren. Aber das geht auf jeden Fall. So, und der fährt jetzt auch darüber, ne? So wie ich es mir gedacht habe, alles klar. Buskreuzen muss noch in Betrieb genommen werden. Wir nehmen Straßenfahrzeuge, 2 Stück. Buskreuzen. Alter Schwede, Blut und Wasser geschwitzt, ey. Puh. Und die Buslinie kriegt einfach da vorne noch eine Bushaltestelle hin, ne? Würde ich sagen. So. Das müssen wir wegmachen. Buslindo. So. 5. Hinter der 5 wollen wir das einfügen. Jawohl. So, und dann wollen wir den gruppieren. Ja, ich muss auf jeden Fall was trinken. Strecke ist auch viel zu kurz, ne? Alter Schwede. So, wo kann man hier noch eine Bushaltestelle hinbauen? Hier und hier. So, wo fahren die denn her? Das ist Römerstraße. Nach der Römerstraße fügen wir das hier ein. Und dann gruppieren wir das mit dem hier. So. Wunderschön. Ja, stimmt, kann sie ja irgendwann noch weiterbauen. Das kommt ja nie dazu. Ach doch, noch Meschede. Schön. Ah, dann müsste ich ja regional und schnellen Verkehr anbringen. Also da müsste ich ja Regionalverkehr
der an allen hält und ICE, der nicht an allen hält. In Kirchhain werden wir auf jeden Fall noch einen Bus kaufen. Bus. Aua. Lass mal den ein bisschen vorlaufen. So. Und dann Güter noch in der Rand. So, zack. Okay. Was ist das hier? Lindo, Bus Lindo. Soll ich ein bisschen vorlaufen? Ja, der ICE braucht, ja, der braucht halt auch im Spiel ewig lang, ne? Mal davon abgesehen, dass der ICE 3 schneller auf Touren kommt, aber was ist denn hier wieder los? Ach, die dreht hier. Wo kühlt die denn her? Eins. Hä? Eins, zwei. Drei. Vier. Was ist denn das für ein Quatsch? Die werden wir nochmal neu entwerfen, glaube ich. Hier, das geht ja gar nicht, ey. Neue Straße, so. Dann fährt der hierher. Fährt der hierher. Ne, fährt der. Warte. Autosave abwarten. Die dritte ist dann hier. Die ist hier. Vier. Achso, und dann könnte man da noch eine einrichten, aber da bräuchte man natürlich dann Straßenbahnsachen, ne? Und hier sind die auch gar nicht verbunden, ne? Das ist natürlich scheiße. Ne, so. Plus. Hä? Zwei? Ach, ich bin ja auch doof. Ah, das liegt an mir. Busspur aus. So. Dann fährt er natürlich. Nicht genügend Platz. Also das ist mal eine Linie.
An einem. Oh ne, dann möchte ich nicht. Ja, das schnelle Fahren ist aber auch überhaupt nicht so effizient für die Bahn, ne? So rein. Und 50 Leute. Also, wir können ja mal. Warte mal. Wir gucken jetzt mal kurz, ob wir da einen zweiten Zug drauf lassen können, ob hier hinten die Signalisierung stimmt. Weil dann würde ich ja einfach mal ein Talent 2 dahinter setzen und der ist nämlich so schön, der müsste ja eigentlich sprintstärker sein, ne? Können wir ja einfach mal ausprobieren. Ob das auch stimmt. Machen wir das doch einfach mal. Also rein, warum nimmt ihr die nicht alle mit? Komisch. Talent 2, ja, so. Ja. Oh ja, vielen Dank fürs Folgen, Folion. Wunderbar. Drossel in Kooperation mit Drossel kommen.
Ah, okay. Ach so, Folian, kommst du extra wegen Train Fever? Oder? Ich mache ja immer gerne mal so User-Befragung. Naja, müsste halt so über die komplette Karte, also das ist eigentlich eine Nahverkehrsstrecke hier, ne? Vielleicht eine RE oder, ne, also es ist eigentlich eine Nahverkehrsstrecke hier. Weil der kommt ja überhaupt nicht auf seine Geschwindigkeit, ne? Der könnte jetzt theoretisch alle Fahrgäste aufnehmen, die da sind, ne? Das ist uns ja allen klar. Dann 70 Fahrgäste und der hat 100, wie viel? Wieso lässt er dann noch welche übrig? Verstehe ich nicht. Macht die Türen zu, weil die Bahn immer einen. Ach, meinst du, die Würfel wollen in die andere Richtung? Na gut, das könnte natürlich sein. Ja, für den Zug müssen wir auf jeden Fall die richtige Strecke bauen halt, ne? Ja, auf jeden Fall, da müssen wir mal so eine schöne. Eine schöne lange Strecke müssen wir uns da mal überlegen. Wir müssen, glaube ich, auf der ZB1 hier mal den Takt ein bisschen erhöhen. Ja, eine richtige Fernstrecke, ne? Also ich würde sagen, wegen der hohen Kosten, ersetzen wir den einfach mal durch einen anderen Zug. Kreuzen. So. Boah, hier stehen viele Fahrgäste. Ja gut, weil der halt voll langsam ist, ne? Da nimmt er jetzt alle Fahrgäste auf.
Die können ja jetzt nur in eine Richtung wollen, oder? Ah doch, die hat er alle mitgenommen. Vielleicht noch einen Bus draufsetzen. Bus Kirchhain. Hatte auf freie Wege. Ach so, da ist noch. Ah ja, okay. Obwohl das vielleicht nicht so klug ist, das direkt daran zu setzen. Ja, so ein bisschen hier, ne? So. Aber hält er dann in der Bahnsteigmitte? Ja. Naja, krass.
Warte mal, dann machen wir doch einfach den ICE GLK. Der fährt dann nur von da nach da und der Rest. Warte, das machen wir. Jetzt habe ich eine super Idee. So. Mühlenstraße nach Kirsch. Kirschhain ist doch hier hinten, ne? So. Und dann machen wir noch eine zweite Linie. Regio GLK. So. Kann man dem irgendwie wieder abtrainieren, dass er die... Achso, die muss man... Aha. Komisch.
Ja, okay. Das geht ja auf jeden Fall. Train Fever, ja, müssen wir mal gucken. Dann normalerweise bis hier. Uhr ungefähr. Vielleicht heute ein bisschen länger. Aber die fahren ja auch immer nur auf dem oberen Gleis ein, ne? Ja, eigentlich jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Außer wenn der Donnerstag ein Feiertag ist oder der Freitag. Aber an normalen Donnerstagen eigentlich immer. Könnt ihr auch, normalerweise schreibe ich das auch immer donnerstags kurz vorher nochmal auf Facebook oder Twitter. Also auf beidem. Wenn ich das schon irgendwie schreibe, dann. Dem kann man dann da auch folgen, sozusagen. Also unten ist ja auch so ein Rob spielt-Button unter dem Video. Da kann man auch, da kommt man dann auf Rob spielt und da sind auch alle Facebook und Twitter und diese ganzen sozialen Sachen sind da, sozialen Netzwerke sind da verlinkt. Ja. Ja, klar, der Stream kommt auf jeden Fall auf YouTube und ich glaube, den letzten Stream habe ich auch noch nicht auf YouTube. Aber da kommt jetzt so nach und nach. Quick Drive Wunschkonzert, das Ergebnis sozusagen bin ich auch schon gefahren, das ist auch schon hochgeladen. Ich habe es noch nicht veröffentlicht, weil ich da noch ein bisschen dran rumbasteln muss auf YouTube, aber das sollte heute, es geht wahrscheinlich heute Nacht noch online. So, oder sowas hier gibt es auch noch, ne? Kann man hier ja direkt verlinken. Ach so, da sind auch noch die Links vom Witz mit drin. Die kann man auch gerne besuchen. Ein sehr guter YouTuber, der macht auch Train Simulator. Ja, mit dem mache ich ja auch den Nö, lass mal schön da drin. Lass mal einfach mit da drin, dass sonst. Ich will ja auch, dass der Witz auch mal angeschaut wird. Genau, wir machen dann zusammen Zugbier. Könnten wir eigentlich noch ein Kommando Zugbier machen, ne?
Nächster Zugbier mit Witz und Rob am Datum. Irgendwie sowas vielleicht? Ach ja, stimmt. Ihr könnt ja jetzt Kommandos da auch machen, ne? Das ist echt cool. So. Aber jetzt ist das Ganze auch nicht völlig ineffizient, ne? ...600.000 Miese mit dem ICE. Ich muss den eigentlich... Den muss ich eigentlich loswerden, oder? Möchte ich nicht. Der darf jetzt noch einmal bis Kirchhain fahren und dann ist aber auch Sense hier. Du siehst, der kriegt gerade mal 149 drauf auf der ganzen Strecke. Am 18.06. Ja, genau, ne? Der ICE muss leider sterben. Mit Blue Eyes, genau. 18. Jetzt, mein Gott, muss ich jetzt selber nachgucken. Ne, 18. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es 18.06. ist. Ja, Zugbier ist am 18.06. Schnell nachgeschaut. Ja, hier ist halt so eine langsame Fahrstelle eingebaut, ne? Hier vielleicht über den Bahnübergang oder so. Schlimm. Lass mal den jetzt gleich ins Depot fahren. Ah, wunderbar. Funktioniert ja. Vielen Dank, Sven. Super. Lassen wir den da noch eben ausladen. Ja, jetzt sind es ja wieder 31 Leute, 29. Gute Nacht, Folion. Fährt ins Depot. Sehr gut. Können wir die Linie auch löschen da eigentlich, oder? Brauchen wir ja nicht mehr. Fahrzeugersatz.
gucken, ob wir das noch. Der Bier. Das erinnert mich an was. Verkaufen wir. Weg mit dem Mist. Oh, 3,2 Millionen dafür gekriegt. Ah ja. Ja, das passt. Ja, aber es ist ja der Livestream. Der nächste, ja, Zugbier Livestream vielleicht. Der nächste Zugbier Livestream. Oder Stream? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, genau. Der Wunsch vom Schenker ist schon eingegangen. Zugbier Stream, ja, oder so. Ja, ich weiß es auch nicht. Okay, wir gucken jetzt nochmal hier nach. Was ist denn hier wieder? Zug Öhring. Was ist denn da wieder? Da ist doch wieder irgendwas passiert. Irgendein Unglück. Achso, und das ist die ZB1, die hier vorbei tungelt, ne? Der will wahrscheinlich ins Depot, oder was? Wehe, der fährt jetzt nicht ins Depot. Ach nee, der macht erst auf der Rückreise, macht er erst den Halt wahrscheinlich. Ah, okay. Nee. Lass das so. Das ist gut, Sven. Das ist perfekt. So wie es jetzt, als letzte Änderung eingetragen hast, das ist perfekt.
Boah, habt ihr das gesehen? Da fahren die Tritte aus, ne? Alter Schwede, so wie es sein soll. Jetzt müssen eigentlich die Türen zugehen und dann die Tritte einfahren. Boah, super. So. Sollte man auf die ZB1 noch mehr Züge machen? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht schon. Das ist so ein kurzer Talent, ne? Ist so kurz. So, ich strecke mich kurz ein bisschen. Oh, wir müssen langsam auch aufhören, aber es ist im Moment so schön, ne? Ist eigentlich im Moment toll. Ist denn hier wieder Riesenstau? Oh, nee. Hier ist wieder Riesenstau. Norderstedt. Was ist denn hier wieder? Was ist doch? Ja, ja, was ist das denn? Ein Pfarr. Nee, was ist denn hier? Achso, die drehen wieder mitten auf der Straße. Ja, das ist scheiße, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, muss ich mal untersuchen, was hier. Bus Norderstedt ist völlig im Macker. So. Gartenstraße. Fliederweg? Hä? Wie fährt der denn da? Okay, da muss auf jeden Fall noch eine Bushaltestelle hin, hier hinten. Hier bauen wir eine hin, pass auf. Ich zeig dir mal, oh. Das mache ich nur auf einer Seite, die Bushaltestellen. Da ist direkt klar, was hier abgeht. So. Hä? Wo ist die andere jetzt? Da. Okay. Alles klar. Und wieso kann ich die jetzt nicht sehen? Achso, weil, so. So, nach Fliederweg kommt dann noch das hier.
Sind da eigentlich noch die alten Kisten im Einsatz? Kein Fahrzeugersatz. Ah ne, ich muss hier auf den Bus gehen. Passagier, so. Ja, mal ein bisschen weiter gehen. Hier kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier immer Stau ist. Ja, Busspur bauen, ne? Gerade hier auf dem Stück. Aber wenn ich jetzt eine Busspur baue, dann sind wieder alle Fahrzeuge weg. Busspur, ja sicher. Es hat jetzt eine separate Busspur. Ist auch immer so ein Problem, ne? Soll aber eigentlich eine sein, ja. Tramgleise gibt es dann auch direkt. Ah, tschö. Sven. Ja, ich bin auch noch Mod. Nicht genügend Platz. Oh, ich sollte nicht so schnell laufen lassen, sonst wird das alles schlimm. Ah, guck mal, die fahren dann auch auf der Busspur, ne? Das ist denen auch scheißegal, also. Kratz sie mal so gar nicht. Boah, weiß ich auch nicht, was da jetzt mit dem Sven war. Eigentlich hat sie sich ja nur bedankt, ne? Die Straße hin hier, alter Schwede.
Na, jetzt lösen sich hier mal auch die großen. Doch, ich finde den Sven sehr nett. Also gegen den kann ich eigentlich nichts sagen. Guter Junge. Guter Mann. So, wir machen jetzt aber echt Schluss, glaube ich. Ich bin auch schon ziemlich im Arsch. So. Mit diesen schönen Bildern aus Norderstedt möchte ich mich gerne verabschieden. Wohnst du da, Panzermann? ja. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, schaut euch das Ganze nochmal auf YouTube an. Keine Ahnung. Oder wir können uns auf jeden Fall nächste Woche wiedersehen. Donnerstags, 19.30 Uhr immer auf Hitbox. Kleiner Train Fever Stream. Ja, ich sage Tschüss und gute Nacht.